Eine Gehminute zum Naschmarkt, einige Gehminuten zum Karlsplatz. Kein anderes Gerätsel außerhalb des ersten Bezirks liegt wohl so zentral wie das Freihausviertel. Zahlreiche Lokale, spezialisierte Geschäfte und das künstlerische Flair machen diese Wohngegend bei der Technischen Universität zur urbanen Trendmeile mit internationalem Flair. Das Viertel war ja ursprünglich die älteste Vorstadt von Wien, ist nach wie vor auf der Wieden das Herzstück. Und dieser Dorfcharakter, der hat sich bis heute eigentlich erhalten. Jeder kennt jeden, man ist per Du und es ist ein ganz nettes Miteinander von der Gastroszene bis zu den einzelnen Geschäften. Eines der Geschäfte im Viertel gehört Herrn Raabs Gattin Ingrid. Sie hat ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht und betreibt in der Schleifmühlgasse ein Geschäft für auserlesene Vintage-Kleidung. Das Sortiment beinhaltet die großen Namen der Modewelt des 20. Jahrhunderts. Dieses Metallplättchenkleid von Bagara Bande war der Vorreiter und war auch ein Pionier auf Suche nach anderen Materialien für Kleidung. Der hat Metallplättchen gemacht, der hat Plastikplättchen gemacht, der hat so Gitterformen gemacht. Also der war unglaublich, wie der experimentiert hat. Dass sie mit ihrem Geschäft in der Schleifmühlgasse gut aufgehoben ist, zeigt sich an den vielen Erwähnungen in Touristenführern auf der ganzen Welt. Berühmte Designer wie Stella McCartney oder Marc Jacobs haben sich hier schon Inspiration für ihre eigenen Entwürfe geholt. Das Freihausviertel ist ein Tummelplatz für kreative Menschen jeder Couleur, die die hiesige Urbanität in Verbindung mit der ländlichen Gemütlichkeit schätzen. Ich habe dieses Viertel von Anfang an hier als dörflich empfunden, aber im positivsten Sinn. Es haben sich nach und nach Geschäfte angesiedelt, die Sie sonst in ganz Wien nicht finden, also eher sehr spezielle Geschäfte. Die Gastronomie hat sehr viel dazu beigetragen. Durch die Schanigärten hat das Ganze diesen gemütlichen Touch gekriegt. Ein beliebter Schanigarten liegt gleich gegenüber von Frau Raabs Geschäft. Aber die Vollpension ist kein gewöhnliches Lokal. So innovativ wie das Viertel ist, so innovativ sind auch die Unternehmen hier. Die Vollpension ist ein Generationen-Kaffeehaus. Bei uns arbeiten Alt und Jung zusammen. Wir sind aber auch ein Lokal für Alt und Jung. Das heißt im Konkreten Folgendes: Wo gibt es den besten Kuchen? Bei der Oma. So einfach ist die Idee auch schon erklärt. Bei uns backen Seniorinnen, die in Teilzeit bei uns angestellt sind und sich zur sehr oft geringen Pension einfach was dazu verdienen können, backen Kuchen und Torten. Viele sagen, der beste Kuchen zwischen Wien und Tokio. Bevor ich lieber alleine zu Hause sitze und Trübsal blas, komme ich lieber hierher und zeige, was ich kann und habe Kontakt zu Leuten, arbeite in einem Team, kann Neues lernen, Neues erforschen. Ja. Einst wurde im Freihausviertel Mozarts Zauberflöte Ur aufgeführt. Hätte das große Genie heute noch gelebt, hätte es vielleicht auch hier gewohnt. So wie die vielen anderen Künstler, Studenten und Selbstständigen, die zusammen den einzigartigen Charakter dieses Wiedner Grätzels ausmachen.